Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum dritten Teil vom Bau meines eigenen Heimkinos. Das Heimkino wird sehr speziell. Was ist passiert? Ich konnte in den letzten beiden Wochen die Schallschutztür einbauen. Ich konnte den Fußboden vorbereiten, Schleifen, Ausgleich machen und so weiter. Ich habe einen Beamerkasten gebaut, der ist belüftet. Ich habe angefangen, die ganzen Deko-Elemente zu bauen, Akustikelemente. Ja, und viele, viele Kleinigkeiten noch. Vieles davon schauen wir uns heute an. Jetzt nochmal schnell zurück zur Frage der Woche und dann geht's los. Heute gibt's auch wieder eine interessante Frage der Woche, die kommt von Bildschirmaffe. Frage an Olaf: Welche Lösung gibt es denn, um Lichthöfe neben der Leinwand zu eliminieren? Ließe sich dies eventuell mit einem Vorhang wie im Kino realisieren, der dann links und rechts der Leinwand das Licht schluckt? Oder doch eher mit Bühnenmolton? Danke. Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage. Zur Erklärung. Die meisten DLP-Projektoren haben leider die kleine Schwäche, dass sie um das eigentliche Bild herum einen kleinen Lichthof bilden. Das heißt, das Licht scheint am eigentlichen Bild etwas vorbei, was tatsächlich manchmal etwas störend wirkt. Ist bei manchen Geräten weniger, bei manchen mehr, ist aber so ein klassisches DLP-Problem tatsächlich. Weil die kriegen das Licht, das überschüssige Licht nicht weggeschluckt. Ich habe schon einen Kunden gehabt, die haben sich tatsächlich eine Pappe geschnitten, haben in die Pappe ein 16:9 Loch reingemacht und haben das vor ihren Beamer platziert, bis da kein überschüssiges Licht mehr da war. Ist, finde ich, eine ganz coole Lösung, ist aber nicht wirklich praktikabel, denke ich mal. Wäre cool, wenn Beamerhersteller einfach sowas einbauen könnten, können sie aber scheinbar nicht, sehen wir tatsächlich immer. Und gerade bei den Laser-TVs sehen wir tatsächlich das doch sehr stark, dass dieser Lichthof ringsrum nochmal, auch um die Leinwände haben so schmale 1 cm Rahmen und drüber hinweg ist immer etwas Licht. Ist unangenehm, finde ich auch nicht schön. Man kann mit der Wandgestaltung etwas machen natürlich. Hat man zum Beispiel so eine Holzwand oder eine Steinwand, so mit rustikalen Steinen oder so, dann sieht man das so gut wie gar nicht. Hat man so eine LED-Beleuchtung, so wie wir sie gerne hinter Leinwände bauen, dann hat man das natürlich auch nicht. Okay, wenn man jetzt einen richtigen Kinofilm sehen will, dann macht man die vielleicht aus, dann würde man es wieder sehen. Vorhänge finde ich immer toll, passt natürlich nicht überall hin. Vorhänge schlucken das normalerweise auch, dunkle Vorhänge, da fällt es auch kaum auf. Bühnenmolton ist halt vielleicht nicht so schön, ist halt so ein filziertes Material, finde ich nicht so besonders schön. Aber wenn man zum Beispiel Dezifix nimmt, schwarze Samt-Dezifix oder gar Adamantium oder irgendeinen anderen schwarzen, lichtschluckenden Stoff, dann ist das fast weg tatsächlich. Das Problem tritt eigentlich meistens bei diesen ganz schmalen 1 cm Leinwänden auf. Oder wenn man nur auf die Wand projiziert, dann sieht man das tatsächlich auch. Auf einer grauen Wand sieht man es stärker als auf einer weißen Leinwand, auf einer weißen Wand, wobei die graue Leinwand schöner aussieht. Das Einfachste ist, irgend so eine Steinwand zu machen oder irgend sowas. Dann sieht man es fast gar nicht. Aber das Problem ist da, aber die Hersteller beheben es leider nicht. Viel Spaß im Video. Als erstes muss man natürlich die Frage klären, die ich im letzten Video gestellt habe. 150 Meter Lautsprecherkabel auf dieser Rolle, reichen die für diesen Raum oder reichen die nicht? Ihr habt viel in die Kommentare geschrieben und tatsächlich die meisten lagen von euch sehr richtig. Die können also gut Mathematik. Das ist übrig geblieben. Das sind 3 Meter. Also haben wir genau 147 Meter hier eingebaut. Oder ich habe das getan, ihr weniger. Und das für 11 Lautsprecher und 2 Subwoofer in einem Raum, der so ungefähr knapp 4x5 Meter ist. Das ist eine ganze Menge, oder? 4 Quadrat war das. So, also das haben wir geklärt. Die erste Sache, die noch auf mich zukam, war die Tür. Ich habe es schon kurz erwähnt. Hier ist eine Stahlzarge fest im Mauerwerk eingegossen. Das heißt, die lässt sich nicht so leicht tauschen. Hier soll eine Schallschutztür rein. Das heißt, ich musste die alten Bänder, die angeschweißt waren, abschneiden. Ich musste neue Bänder anschweißen, ausrichten. Schallschutztür, noch ein kleiner Tipp von mir. Es gibt Schallschutztüren und Schallschutztüren. Man kann natürlich zu einem Türspezialisten gehen, sich eine Schallschutztür kaufen, die ist dann unheimlich teuer. Wollt ihr ein bisschen Geld sparen? Kauft einfach eine Standard-Wohnungseingangstür. Wohnungseingangstüren haben auch eine Schallschutzklasse. Ich glaube, die liegt irgendwo bei 32 dB Schalldämmung und die sind schon sehr, sehr gut. Und die sind recht preiswert. Die kosten irgendwie,
keine Ahnung, 150 Euro so roundabout so eine Tür. Und schon haben wir eine sehr, sehr gute Schallschutztür mit automatischer Bodendichtung unten. Viel billiger, als wenn man eine echte Schallschutztür kauft, die sich auch Schallschutztür nennt. So, Schallschutztür ist erledigt. Schritt Nummer 2 war der Fußboden. Der sah ja nach meiner wilden Attacke hier mit dem Rausreißen des Fußbodens nicht mehr so schön aus. Also musste ich ihn komplett schleifen, weil hier noch so Kleberreste drauf waren. Und einmal eine mineralische Fußbodenausgleichsmasse rein. Und jetzt haben wir einen schönen, glatten, super Fußboden. Dann ging es weiter. Nächste, was ich gemacht habe, war der Beamerkasten. Den seht ihr hinter mir. Der Beamerkasten ist schon etwas besonders. Zum einen habe ich ihn etwas oben in die Dämmstoffdecke eingelassen, um etwas Höhe zu gewinnen. Zum anderen ist dieser Kasten später aktiv belüftet. Das heißt, der kriegt vorne einen recht luftdichten Deckel vorne rauf mit einer Glasscheibe drin, die entspiegelt ist. Und er saugt Luft ab. Da habe ich einen schönen großen Lüfter gefunden. Ein richtig fetter. Der kommt hier nicht in diesen Raum, der kommt natürlich in den Technikraum, der hier hinter ist. Nennt sich Super Silent. Ja, Super Silent ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Man hört ihn schon noch. Aber er ist ja im Nachbarraum. Und was ich gemacht habe, hier gibt es Lüftungsrohre rechts und links des Beamerkastens. Und die habe ich nochmal schön, so gut es geht, schallgedämmt. Und nochmal einen Kasten drumherum gebaut. Ich denke, da wird man nachher sehr, sehr, sehr wenig hören. Der Beamer selber sollte dann seine komplette warme Luft darüber transportieren. Und er saugt aber die Luft aus diesem Raum an. Da verspreche ich mir folgenden Effekt von. Wir haben halt eine permanente Luftzirkulation in dem Raum. Das heißt, die Luft wird während des Kinobetriebs immer in den Nachbarraum abgesaugt. Und hier vorne wird es eine Öffnung geben, wo er die Luft ansaugt. Ich nehme da bewusst nicht Luft von außen. Aus folgendem Grund. Das ist ein Kellerraum. Wenn man jetzt zum Beispiel im Sommer draußen abends noch 30 Grad hat, dann ist die Luft außen sehr, sehr feucht, weil warme Luft speichert unheimlich viel Feuchtigkeit. Das wäre ja total doof, wenn ich die jetzt hier reinsauge und in den Keller pumpe. Das ist für Kellerräume nicht gut. Also habe ich mir Folgendes überlegt. Ich lasse bloß durch diesen ganzen Kellerraum, der ja ungefähr so 100 Quadratmeter hat, lasse ich diese ganze Luft zirkulieren. Das heißt, sie bewegt sich nur in diesem Kellerraum. Davon verspreche ich mir, dass ich diese unangenehme Luft von draußen im Sommer nicht reinhole und im Winter minus 20 Grad kalte Luft hier reinholen, macht auch nicht Sinn. Dann müsste man wieder einen Wärmetauscher einbauen. Das geht, das kann man alles machen, aber das macht es alles unheimlich kompliziert. So kompliziert brauche ich es gar nicht. Ich nehme einfach die Beamerabsaugung und schaffe damit eine natürliche Zirkulation. Natürlich nicht, also natürlich künstliche Zirkulation. Und damit erhoffe ich mir, dass ich hier etwas Wärme, weil in diesem Raum wird etwas Wärme entstehen, wenn hier, sag ich mal, 3 Leute sitzen oder es können ja theoretisch hier später sogar 6 Leute sitzen, dass ich die absauge und in diesem ganzen Keller rumverteile. Danach kann man lüften, davor kann man lüften, wir haben ja weiterhin Fenster. Das ist meine Idee von dieser Lüftung. Also ein ganz kompliziertes Lüftungssystem, was nach außen lüftet, wollte ich hier bewusst vermeiden. Verstanden? So viel zum Thema Beamerkasten. Jetzt kam eine Arbeit, die ist tatsächlich sehr, sehr langwierig gewesen. Und zwar, ihr seht schon über mir, ein Sternhimmel. Und einen Sternhimmel viereckig bauen, habe ich schon so oft gemacht. Einen runden Sternhimmel habe ich auch schon so oft gemacht. Und hier in diesem Raum soll ja irgendwie alles so ein bisschen organische Linien haben. Möglichst wenig gerade Linien möchte ich in diesem Raum haben. Also habe ich diesen Sternhimmel als ein Element gebaut, das, was ich so gerade so noch als ein Element bauen kann und transportieren kann, und zwar in Tropfenform, um es auch wirklich richtig kompliziert zu machen. Und es ist natürlich ein Akustiksternhimmel. Deswegen stehe ich auch hier drunter, weil dann hört sich das einfach besser an. Der Raum ist immer noch sehr, sehr hallig. Er ist ja akustisch noch nicht bearbeitet. Mal gucken, ob ihr es hört, wenn ich jetzt mal nur hier rausgehe aus dem Bereich. Dann ist hier ein Riesenhall. Jetzt gehe ich wieder einfach hier rein. Und ich denke, das solltet ihr auch über das Mikrofon hören. Schon wird der Ton besser. Wir haben hier 7 cm Basotect. Da ist noch ein extra Schaumstoff drauf. Oben drauf kam noch so eine Wattierung. Das Ganze haben wir dunkelblau eingefärbt. Und dann ging es los. Dann habe ich 600 Glasfaserfädchen hier eingebaut. Alle so 0,8 bis 1,2 mm. Und das 600 Stück, angetrieben durch 3 so eine LED
Aktoren oder Projektoren, die das Licht in die Glasfasern reinmachen. Jo, das habe ich tatsächlich nicht an einem Tag gemacht, das wäre mir zu anstrengend gewesen. Eine Ewigkeit später. Ja, und das ganze Element kam hier als Fertigelement hier rein. Es gibt noch so eine blaue indirekte Beleuchtung, die ist jetzt noch nicht aktiv. Und dieser dient natürlich aus optischen Gründen. Ich wollte halt hier so einen kleinen Sternenhimmel drin haben, wenn der auch jetzt nicht so riesengroß ist. Und ganz wichtig, die Erstreflexion des Center-Lautsprechers. Die ist nämlich verdammt wichtig, weil wenn ich da sitze, dann möchte ich wirklich ungestört auch die Sprache verstehen können. Und die kommt nun mal meistens zumindest aus dem Center. Der Center sitzt hier so ungefähr auf der Mitte und das ist rein rechnerisch hier die Erstreflexion. Die möchte ich hier bekämpfen. Der Rest der Decke, der bleibt mit diesem Akustikputz. Das heißt, da möchte ich ein bisschen diffusen Schall haben. Also ganz tot möchte ich den Raum ja nicht machen. Und was ich ja zum Beispiel gar nicht mag, sind diese voll tot gedämmten Räume, die komplett mit Dämmstoff oder im schlimmsten Fall sogar mit Teppich an den Wänden. Das ist nicht mein Geschmack. Das ist irgendwie, fühlt man sich in so einem Raum einfach nicht wohl. Also wir brauchen, unser menschliches Gehör braucht ja natürliche Reflexionen, weil wir sie gewohnt sind. Aber es gibt auch störende Reflexionen und das wäre zum Beispiel diese hier. Und die möchte ich hiermit bekämpfen. Auf dem Boden, auf dem Boden kommt Teppich. Muss ich noch was zu erzählen? Da habe ich das erste Mal mein Budget schon weit überschritten. Ich habe so einen schönen, kuscheligen Teppich gefunden. Seht ihr in einem der nächsten Folgen. Ja, aber der ist wirklich cool. Der war nur so sehr, sehr teuer. Bringt uns auch gleich zu den ganzen Elementen an den Seiten. Auch das werde ich hier nicht tun. Wie man es oft sieht, ringsrum Stoffbespannungen. Ich mag es einfach nicht. Ich mag da so ein bisschen Abwechslung. Werdet ihr alles sehen. Lasst euch überraschen. Ich sage gleich noch was dazu. So, also Sternenhimmel hat viel Arbeit gemacht, aber egal, das musste sein und der wird nachher auch richtig cool aussehen. Die nächsten Arbeitsschritte, die sind noch nicht beendet und zwar sind das die Deko- und Akustikelemente. Ihr seht schon einiges davon hinter mir und neben mir und überall. Ich habe ja versprochen, wenn das hier fertig ist, wird man keinen, absolut keinen, der 11, 13 Lautsprecher hier sehen. Alle werden irgendwie in das ganze ja, Deko-Paket hier sozusagen mit integriert. Es ist natürlich alles völlig unnötig. Die meisten Sachen sind totaler Quatsch. Würde ich wahrscheinlich beim Kunden auch nie so machen, aber bei mir experimentiere ich hier mit diesen ganzen Sachen rum. Und vielleicht könnt ihr schon so ein bisschen erahnen, um was es hier geht, was ich hier vorhabe. Ich versuche es euch mal mit meinen Worten zu erklären. Hier seht ihr schon mal so ein vorbereitetes Teil. Das ist auch eine Holzkonstruktion, konnte ich in der Werkstatt alles vorarbeiten. Das ist mit Lautsprecherbespannstoff bezogen. Hierhinter gibt es natürlich Akustikelemente, also in dem Fall Absorber. Und hier sind ja diese Surround-Lautsprecher. Die sollen alle nachher unsichtbar sein. Vom fertigen Aussehen, vielleicht könnt ihr euch das vorstellen, das ist mein Mahagoni-Holz, was ich gekauft habe. Und das wird es hier später so raufkommen. So. So müsst ihr euch das ungefähr so vorstellen. Damit wird das später hier so verkleidet. Alles wird sehr schick angeleuchtet. Bei der Beleuchtung experimentiere ich auch noch gerade rum. Hier sitze ich. Alles, was sich vor meinem Sitzplatz abspielt, also das heißt in meinem Blickwinkel, wird, wenn das Licht aus ist, hier komplett schwarz sein. Und das meiste hier wird alles mit diesem super, super schwarzen Adamantiumstoff oder sogar Adamantium-Akustikstoff bezogen sein. Je nachdem. Hier zum Beispiel sind ja Lautsprecher drin. Da muss natürlich der Akustikstoff genommen werden. Das hier werden auch Absorber. Die werden auch alle mit schwarz bezogen. Der Raum wird sowieso schwarz gemacht. Ah, da ist noch ein kleiner Tipp. Den habe ich tatsächlich in meinen ersten Jahren nicht beherzigt. Wenn ihr euch so ein Kino bauen wollt, macht es bitte auch so. Natürlich werden die Wände, das was übrig ist von den Wänden und von der Decke, das wird nicht viel sein, das sind nachher nur kleine Streifen, die übrig sind, die werden natürlich alle schwarz gestrichen. Tut euch selbst einen Gefallen und streicht die nicht gleich am Anfang als erstes schwarz. Haben wir früher auch gemacht, als erstes sind wir in den Raum reingerannt und haben ihn schwarz gestrichen. Das arbeitet sich fürchterlich.
Es macht einfach keinen Spaß mehr, in einem Raum zu arbeiten, der schwarz gestrichen ist. Man kann nichts an der Wand anmalen, egal wie viele Scheinwerfer man hier aufstellt. Es wird irgendwie ist es nie hell, man steht sich selber ständig im Licht. Es ist eine Katastrophe, wenn man so eine schöne mattschwarze Farbe nimmt und dann daran arbeiten will. Deswegen zögere ich die Anstreicharbeiten, Decke und Wände, wirklich lange, lange hinaus, also bis es nicht mehr geht. Im Prinzip erst kurz vorm Teppich verlegen, werde ich anfangen, schwarz zu streichen. Alle Elemente, die ich hier gebaut habe, sind abnehmbar. Meistens habe ich das so steckbar gemacht. Mit diesen sogenannten Kekus. Kekus sind so eine kleine Steckverbinder aus dem Möbelbau. Die sind super, super praktisch. Habe ich hier so ziemlich an allen Elementen angebaut. Und damit kann ich die Elemente, wenn sie fertig sind, so wie dieses, kann ich sie später einfach wieder abziehen. Ich zeige es euch mal. Das hier hinten wird auch ein Element. Ihr merkt, wie der Ton anders ist. Ich merke es hier sofort. Hier gibt es auch Lautsprecher. Das Ganze wird natürlich so gut es geht mit Dämmstoff gefüllt. Ja, wir wollen natürlich jeden Hohlraum, den wir hier irgendwie haben, versuchen, soweit es geht, mit Dämmstoff auszufüllen. Das sind alles Absorber am Ende und die können uns alle nachher helfen. Aber es wird noch genug Reflexionsflächen bleiben. So, zack. Und so kann ich so ein komplettes Element hier abnehmen. Wird jetzt mit Stoff bezogen, dann kriegt es auch diese Holzleisten, wie ich es eben beschrieben habe. Und dann kann man das ganze fertige Element einfach, theoretisch jedenfalls, klack, wieder ranstecken und alles ist später versteckt. Werdet ihr aber noch sehen, wenn es soweit ist. Gut, ich glaube, so ein bisschen könnt ihr euch jetzt vorstellen, was ich hier vorhabe. Es ist alles fürchterlich unnötig und fürchterlich kompliziert. Ja, aber genau das war auch mein Wunsch. So, und wie wird es weitergehen? In der nächsten Folge zeige ich euch diese Babys. Die habe ich nämlich schon gebaut und wie ich das gemacht habe, seht ihr in der nächsten Folge. Außerdem, ja, es wird viel um Stoffbeziehen gehen. Also hier ist mein toller Adamantiumstoff in Verbindung mit dem Mahagoniholz. Ich finde, das ist ein sehr schöner Kontrast. Ich experimentiere gerade mit LED-Beleuchtung rum. Das ist tatsächlich diesmal nicht so einfach, weil ich eine Farbe hier gewählt habe, die man so als Fertig-LED nicht kaufen kann. Da bin ich noch am Experimentieren. Zeige ich euch. Und ich habe was Schönes gefunden. Es wird hier hinten noch so ein paar Elemente geben. Die werden nicht schwarz, weil, wie gesagt, der hintere Bereich soll ja nicht super schwarz sein. Und zwar habe ich hier was gefunden, das sieht aus wie echtes Leder, ist aber ein recht dünner Stoff. Und tatsächlich, ich kann es hier kaum unterscheiden vom Leder, ist aber Stoff und deswegen kann ich damit Absorber beziehen. Und das werde ich auch tun. Und das und viele andere Sachen seht ihr dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Schauen und wem es gefallen hat, bitte einmal diesen hier machen. Und dann sehen wir uns ja auf jeden Fall in der nächsten Woche und mal sehen, wann ich wieder hier von meinem Heimkino berichte. Bis dann, tschüss, euer Olaf.